Also Europa ist ja so ein Begriff, der ist ja ganz, ganz weit. Also das kann man ja irgendwie mit der Vergewaltigung der Europa durch Zeus verbinden, aber auch irgendwie mit einem politischen supranationalen Raum. Ja. Erstmal ist das was ganz Diffuses, was jeder selber wahrscheinlich mit Sinn füllen muss für sich selbst. Europa, Kooperation zwischen Staaten und regulatorische Konvergenz, also ich bin Politikwissenschaftler, von daher denke ich vor allem an die technischen Aspekte. Zusammenhalt, Frieden, Freundschaft, Grenzen, aber auch Probleme, Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Armut, Abschottung. Jetzt aktuell Mauern und Stacheldraht. Ja, jetzt hat Odile Mauern und Stacheldraht gesagt, jetzt habe ich auch dieses Bild im Kopf. aber mir fällt auch Marine Le Pen ein. Wir haben heute Abend einen entscheidenden Abend für Zukunft in Europa, zukünftige Partnerschaft mit Frankreich. Ja, ich glaube auch, dass die Wahl einfach zukunftsweisend für Europa ist, weil ich nicht glaube, dass ein Europa ohne Frankreich funktionieren kann. Und das wäre schon ein großer Schritt für Europa, dass eine rechtsextreme Person an der Macht sein könnte. Ein großer Schritt zurück, auf jeden Fall. Ich verstehe auch irgendwie ansatzweise, dass natürlich in den letzten Jahren vieles nicht gut gelaufen ist. Dass man sich dann nach Alternativen umschaut, ist klar, ist bei uns auch so. Die Alternative am rechten Rand ist für mich aber keine ernstzunehmende Alternative. Vielleicht weiß man erst, was man an Europa hat, wenn man es nicht mehr hat. Aber da wollen wir nicht hoffen, dass es so kommt. Ich glaube, es ist für jetzt, dass Macron gewählt wurde, ist ein sehr wichtiger Schritt für Europa. Und es ist toll zu sehen, dass auch mal wieder ein proeuropäischer Kandidat gewinnen kann in der europäischen Demokratie. Ich war mega nervös, bevor ich hierher gekommen bin, und jetzt bin ich mega erleichtert. Also schon in unserem Studium, weil wir sind in einem deutsch-französischen Studiengang, und ich fahre jedes Wochenende über die Grenze. Ich wohne sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Ich habe auch zwei Staatsbürgerschaften. Wir sind Grenzgänger. Ich wohne mit einem Bein in Frankreich, mit einem Bein in Deutschland. Das hat auch meine letzten 10 Jahre so geprägt. Und so dieses Deutsch-Französische ist für mich gleichzeitig auch europäisch. Ich war auch einfach schon auf einem Konzert einfach in Straßburg und fahre über die Grenze und merke eigentlich nur, dass die Schilder anders aussehen und dass ich deswegen in einem anderen Land bin. Ich habe europäische oder Freunde aus dem europäischen Ausland, mit denen ich auch zum Teil täglich oder zumindest regelmäßig Kontakt habe. Also ich finde schon, man hat vielerlei Berührungspunkte. Wenn man in einer Stadt wie Freiburg wohnt, ich habe einen Freundeskreis, der aus verschiedenen europäischen Nationalitäten besteht. Wenn ich einen Kurs an der Uni gebe, habe ich da 3-4 verschiedene europäische Nationalitäten präsent. Sehr viele Gesetze, die wir in Deutschland haben, werden eigentlich von in Europa beschlossen, und ich habe Tag ein, Tag aus mit Leuten aus Europa zu tun. Es gibt am Wochenende immer dieses Pulse of Europe-Geschichte, da bin ich ab und zu. Da begegnen wir Europa ganz oft und ja, auch bei solchen Events wie heute. Ja, doch, ganz toll. Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Warum? Weiß ich gar nicht, aber das Gefühl ist auf jeden Fall da, würde ich sagen. Ja, total, total. Also ich würde sogar sagen, dass für mich, wie für viele junge Deutsche, die europäische Identität wichtiger ist als die deutsche Identität. Letztendlich fühle ich mich als mehr als Europäer als als Deutscher. Also manchmal auch als Deutscher, manchmal auch als Schleswig-Holsteiner. Also ich fühle mich auch als Europäer, auf jeden Fall. Wir sind auch irgendwie schon so geile Lokalpatrioten, mögen unsere Region auch sehr, aber ja, Europa, wir sind Europäer, überzeugt. Ja. Ich fühle mich schon auch als Deutsche, aber auch als Europäerin. So beides. Ich würde sagen, ich fühle mich nicht nur als Europäer, aber auch als Europäer. Ich finde, das kann beides gleichzeitig existieren, sich so irgendwie ein bisschen als Deutscher zu fühlen oder als Europäer. Ja, schon viel eher als Deutsche oder Französin, aber mir gefällt der Begriff Weltbürger trotzdem besser. Weil
naja, mit der Flagge kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht identifizieren, weil sie jetzt zurzeit so viel Gewalt auch mit sich trägt, so viel Blut auf seinen schönen Farben hat. Ja, ich denke mal, wenn man mit Leuten redet, auch mit Altersgenossen oder Leuten aus dem eigenen Land, und sie versucht irgendwie das Thema ein bisschen klarer rüberzubringen, denke ich mal, das ist ein sehr großer, wichtiger Schritt. Ja, und indem man andere Länder kennenlernt, natürlich auch, klar. Ja, ich glaube, dass wir auf humaner, lokaler Ebene ziemlich viel bewirken kann. Dass man gleich in seinem nahen Umfeld anfängt zu reden, mit Leuten in Kontakt zu kommen und im assoziativen Bereich versucht mitzuwirken, zum Beispiel für Flüchtende oder für Menschen mit Behinderung oder was weiß ich, dass man da was bewirken kann. Europa heißt nicht nur Politik und Kooperation zwischen Staatsmännern und Treffen zwischen Leuten im Anzug. Europa ist genauso auch geprägt durch Bürgerzusammenhalt. Wir als Zweierpass probieren auch unseren kleinen Teil dazu beizutragen und machen viel im grenzüberschreitenden Bereich an Jugendarbeit, an Fremdsprachenvermittlung. Musik sind Worte, Botschaften. Wir hoffen, die kommen irgendwo ein bisschen an. Aber wie Felix gesagt hat, man muss es dann eben auch leben und umsetzen. Und ich glaube, auch einfach Nutzung aller EU-Programme sind wichtig. Also man muss, im Prinzip sollte jeder alles mitnehmen und ich versuche so weit wie möglich alles mitzunehmen. Also wenn ich jetzt auf eine Konferenz fahre oder eine Lehrveranstaltung anbiete, dann versuche ich das so auszurichten, dass es eben nicht nur auf Deutsche zugeschnitten ist, sondern eben für andere Leute anderer europäischer Herkunft interessant ist. Europa lebt ja von den Bürgern. Wenn wir uns da nicht irgendwie einbringen und das irgendwie versuchen, ist das was aus, glaube ich, vorprogrammiert. Also ich glaube, man bringt sich da ein bisschen unbewusst auch ein, eben durch Austausch vielleicht. Und was ich auch viel merke, eben gerade aktuell im Gespräch mit anderen Leuten, dass man irgendwie hinterfragt und sich ja, versucht, im persönlichen Umfeld auch ein Bewusstsein für Europa zu schaffen und vielleicht auch aufsteht und sagt, wenn jemand eine Meinung vertritt, die man selbst für diskutierbar hält. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es weiterhin so friedlich zugeht und so gemeinschaftlich, wie es in großen Teilen die letzten 10, 20, 40, 50 Jahre zugegangen ist. Also mehr Ökologie und mehr Gleichheit. Dass das Soziale jetzt irgendwie horizontal so in die Bevölkerung drängt. Ich wünsche mir, dass es auf jeden Fall fortbesteht und ich wünsche mir, dass die Menschen sich stärker damit identifizieren und dass die Leute auch wieder verstehen, warum Europa wichtig ist, unabhängig von der Wirtschaftsgemeinschaft, dass mehr Vertrauen in Europa besteht und dass es den Menschen in den europäischen Ländern auch gleich geht, dass es keine Jugendarbeitslosigkeit einerorts gibt und andernorts einen riesen Exportüberschuss. Dass irgendwie Grundeinkommen und solche anderen Fragen jetzt im Vordergrund stehen werden. Und dass man diese ganze Arbeitswelt hier wieder neu denkt irgendwie. Dass man nicht mehr so große Ungleichheiten hat. Genau. Ich wünsche mir auch, dass so Bürger sich für Europa auch in die Schlacht schlagen so. Und aber die Schlacht noch schlagen, die es zu schlagen gibt. Und nicht nur Vertrauen auf Politik, sondern eben auch selbst damit engagiert sind, mit aktiv sind. So eine globale Vision irgendwie mit viel Projekten, dass die Jugend ein bisschen so ökologische, soziale Fragen im Vordergrund stellt. Ich persönlich als Politikwissenschaftler würde mir jetzt wünschen, dass die Europäische Union ein bisschen kohärentere Außenpolitik führt und auch stärker der amerikanischen Dominanz was entgegenzusetzen. Also wir sehen jetzt eine schwache USA und ich glaube, das ist auch eine Chance für Europa, so ein bisschen der Rest der Welt ihren Stempel aufzusetzen und vielleicht ein bisschen das Ganze in eine kooperativere und positivere Richtung zu ziehen, als es die USA in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Ja, also auf jeden Fall, ich will mehr EU, mehr Europa, aber es soll sich auch ändern, weil sonst
Aber ich meine, alles ändert sich ja von, alles muss sich in die richtige Richtung ändern. Ich glaube, darauf kommt es jetzt an. Und Europa muss schon gucken, dass es sich neu aufstellt. Natürlich schwierig bei so einem großen Komplex, aber Europa muss auf jeden Fall solidarischer werden und Lösungen finden für Probleme, soziale, wirtschaftliche Probleme, die es in vielen Ländern gibt. Die Probleme kannst du nur gemeinsam lösen und nicht alleine. Wir haben die Chance, ein komplett neues europäisches Wertekonstrukt aufzubauen. Wir haben irgendwann in den 50er Jahren damit angefangen. Ich finde, wir sind relativ weit gekommen und es ist eine tolle Gelegenheit, wirklich ein positives Selbstbild und ein positives Gesellschaftsbild für uns aufzubauen. Und ja, das bedeutet Europa für mich. Als ob sie plötzlich wären, wäre ich ein Zeichen im Satz, wäre ich ein Bindestrich. Die Denken zusammen, die Kräfte bündeln sich. Zu dem ist auf Seite, die passt die Frontier. Infos und dem war das eh, die Musik imaginär. Passo à traversa, für so nur nécessaire. Mit unserer Fox ensemble, sind nur sehr lange leer. Wir wollen Funken schlagen, Grenzen verwischen, indem wir einfach das frische Fischen verbinden. Die Brückentage, wir schleppen eine Fahne, doch nicht mit drei Farben. Yeah, mit schwarz, rot, gold, mit blau, was oder leer. Je suis pas en délire, j'essaie de jeter les passerelles pour fondre à force de l'écrire. J'utilise mon micro, mon porte-voix, pour déclarer dans l'unité une heure de gloire. Je cherche ton étoile.